So, mir spielt Aliens, Colonial Marines. Jawohl. Ich bin Sega. ja ein großer Aliens-Fan. Ich liebe die Filme. Ich habe jenes Toys und Merchandise und Quatsch und oh, schön, look, macht Stimmung. Aber ich habe jenes Stuff von diesen Aliens-Filmen und ich liebe es. Und ich bin natürlich ein bisschen vorbelastet, aber ich bin auch voller Erwartungen, vielleicht zu hohe Erwartungen und darum. Ah, jetzt geht's los. Okay. Also Campaign versus Arsenal, blablabla. Downloadable Content gibt's auch schon. Gibt's auch schon? Nein. Aber, wollte ich mal sagen. Da sind wir noch ein bisschen zu früh. Also machen wir Campaign, oder? Naja. Mission Select. Starting New Mission, bla bla bla. Ja, ich habe ja sowieso noch nicht angefangen. Also, das ist Difficulty Ultimate Badass. Ja, das ist ein bisschen heftiger. Soldier. Okay. Auf geht's. Ja, langsam. Also die Ladezeiten sind angenehm, oder? Auf Konsole, wobei ich habe es jetzt installiert. Ja, sehr dramatisch. Also ich habe die Szene vorher schon gesehen. Ich probiere das jetzt mal abzubrechen. Das könnt ihr euch dann selber anschauen. Dass wir gar kein Game gerade nicht abbrechen. Hallo? Hallo, abbrechen? Also abbrechen geht irgendwie nicht. Was drück ich? Drück mal da. Aha! Okay, verkappter Ladescreen. Helm auf, Pulse Rifle nachgeladen und ready for action. Ja. Also, auflösungsmäßig müssen wir sagen, ja, okay, ist klar. Ich bin halt immer der, der sagt, lieber ein bisschen Details und Auflösung oder irgend so zurückschrauben. Dafür läuft es dann. Ui, Schatten. Schön. Dafür läuft es dann schön flüssig, oder? Also, wenn alles voll stoppt, schon nachher gibt es da so ein Ruckelfest. Gehen wir mal da raus. Drück aufs Knöpfchen, Max. Ja. Aber es sieht doch schön aus so. Gerade so der erste Eindruck ist eigentlich schön. Die Auflösung ist ein bisschen flimmer. Anti-Aliasing und so weiter und so fort. Aber es sieht eigentlich schön aus. Nochmal da vorne. Oh, ja doch. Shockwave. Oh, Sally, Sally. Happened in there. Raider 6-5, are you in the air yet? Explosive decompression in the Sulaco. This is Raider 6-5. The umbilical Und is natürlich an fliegt eine Frau. Looks dicey, das musst du sehen. Dicey? Raider, I need grown-up words. Hey, You have 20 minutes before a total collapse. Shut it down. Ich bin nicht gewesen, Schätzchen. Get to the other side, we're shutting it down. Continuing on to the Sulaco. Winter out. Also, was ist denn das gelbe Zeug da? Irgendetwas knarzt. Also ich würde mal sagen, wir gehen, hä? Hockey gehen, aha. Säckchen wie im Battlefield, Ziele ist eigentlich, ja. Nein, es ist eigentlich Call of Duty Stil, nicht Battlefield. Sagen wir da, aha, da kannst du noch. Dog Tags, Audiologs, Legendary Weapons, Higgs Shotgun, die ist auch noch versteckt, also. Können wir besuchen? Jetzt haben wir das Tiering. Das kommt noch dazu. Leider, leider. Support actual! This is O'Neill!
here. Need a corpsman right away for the downed Marines from Rhino 2-1. Negative 2-1. That explosion checked the airlock on our end. We cannot use the umbilical without risking more lives. Sit tight and stabilize our Marines. Danke, Leute. Ich denke, also ja, mit dem Digipad links, rechts, haben machst du da zügig Sachen. Ah, Motion Scanner auf dem Band proben. Da geht jetzt irgendetwas. Also ja, da ist der Wand. Irgendwo da, so. Boah, so ein Licht flasht recht, also. Ja. Also Licht wechseln hübsch. Ja. It's a 4 actual. It sounds like 2-3 are holding position. Boy, they're down. We're reading unidentified movement in their area. Studie ist eigentlich auch gut. Also das ist, kann ich gar nicht motzen. Da bin ich schon mal froh. Also es ruckelt wirklich nicht krass. Und die Steuerung ist gut. Es sieht auch eigentlich eben hübsch aus. Es sieht alles irgendwie gleich schlecht aus oder gleich gut aus, wenn man will. Und durch das ist es wie so ein... Ja, es ist aus einem Guss, würde ich sagen. Aus einem Guss. Ah, nochmal das Landungsschiff. Ja, jetzt kann ich nur noch langsam laufen, wenn er da am Funken ist. Läuft er langsam. Kannst du noch umschauen? Actual schön. Umschauen. Ah, da. Ein bisschen was übrig geblieben vom Bishop, oder so irgendwie. Da, jetzt was, da drücken wir mal drauf. Mhm. Pulse Rifle kannst du aufnehmen. Ne? Ja, das ist. Ne? Da geht was ab, da vorne irgendwo. Es zeigt so, das ist komfortabel. Licht haben wir auch noch dabei. Das kommt mir bekannt vor. Das sind doch da die... Ejected cryotubes. Jawohl, cryotubes. Way to wake up. Mhm. Ja, ist... Eben, die Auflösung ist scheiße, aber das ist hübsch, hübsch, wirklich. Und es läuft flüssig, das ist mir echt viel wichtiger als Auflösung. Flüssig muss... Oh, sauber, sauber. Wo ist denn jetzt da hin, da? Das sieht aber auch beschissen aus, sorry. Naja. Ich denke, man kann schon nicht mehr alles haben. Die Konsole ist einfach schon am Anschlag. Also eben. PC-Version, wenn du kannst, dann kaufst du PC-Version. Oder? Ist logisch. Und wenn du ein Achievement-Junkie bist, dann kaufst du natürlich die Xbox-Version. So wie ich. Ich bin Dödel. Aber egal. Oh, Schleimi. Ja, das habe ich gern. Schau, das ist doch jetzt genau das. Das wird doch jeder Alien-Fan sehen. Eingeschleimte Gang. Und Dampf und flackernde Lichter und Drehlichter. Und genau so muss es aussehen, oder? Also, die Gesamtoptik stimmt eigentlich schon. Wenn es das in der hohen Auflösung noch hast, mit ein bisschen stärkeren Texturen, kannst du eigentlich nicht motzen. Aber ich will jetzt die Xbox-Version nicht schlecht reden. Es ist also wirklich... Hätte können katastrophaler kommen. Ich kann da schweres... Schlimmes befürchten, nicht schweres. Muss schnell reinschauen. Controls, blablabla. Was haben wir da alles? Aha, jetzt. Also, es gibt für das Alien und für den Soldat ein eigenes Kontrollschema. Und da kannst du sogar noch... Ui, schau, da kannst du jeden Button konfigurieren. Das gibt es also auch nicht in jedem Game. Das finde ich sehr geil. Would you like? Ab, ja, sicher noch. Da ist nicht viel los. Logisch, oder? Audio, was haben wir da?
die üblichen Verdächtigen. Arsenal Upgrades. Ah, schön, ja. Okay, das motiviert, glaube ich, noch, so ein bisschen Upgrades machen. Shotgun, Grenade Launcher, Aufsätze und so, Call of Duty lässt grüßen. Aber ja, das motiviert doch. Kann man machen. Gehen wir weiter. Da habe ich gerade... da durch. Eier. Eier, Eier. Schau da. Hat ein Kollege von mir eingeschleimt. Where am I? Winner! Sorry, du brauchst es, ja. Get me the hell out of here. Natürlich, mach ich das. Ja, würde ich gerne. Gib mir mal meine Knarre. Danke. Oh, ah, scheiß Vieh. Oh. Stirb. Hm? Wo ist er? Von K? Okay, okay, easy. Ich gucke, ich komme, hallo. Scary. Ja, also nein, Atmosphäre ist wirklich nicht schlecht. Komm, kannst du es nicht, kann ich jetzt also nichts sagen. Die Stimmung, da kommt's. Das Töntli ist einfach geil, oder? So ein Pulse Rifle, es tönt einfach so geil. Jetzt komm halt da her, du! Hey! So. Tschüss, um 5. Ja, ich komme. Wo muss ich durch? Oh shit, Moment schnell. Ja. Gewesen. Wo geht's jetzt wieder durch? Hm? Tinte. Also. Ja, also da die Effekte so. Schon recht übel, ne? Also nachher darfst du die Scheiße nicht anschauen, das sieht also nicht sehr hübsch aus. Winner, regroup what's left. Get him back to the hangar and the rest of 2-1. Do not engage. This is keys from 2-3, sir. Our mission was to recover the flight data from the Sultan. Das steht da, ist ja noch geil, so. Farbe von der Tarnung da, die selber angemalte Dinge, das sieht echt sehr authentisch aus. With all due respect, und Abzeichen, Eier hier. Ups. Ja, also, da die Splash-Effekte sind also nicht dazu da haben. Ja, weißt du, es fühlt sich so ein bisschen an wie... Ja, das Retro. Ein Retro-Ego-Schmutter von der Grafik her, so ein bisschen. Weißt du, es hat schon ein bisschen das Duke Nukem-Syndrom da drin, da so. Sieht das so frisch aus, hä? Flight Recorder, okay. Thanks, O'Neill. Wo sind wir da? Don't think, just shoot, ja, okay, das kann ich. Aha. Jetzt blendet es mir da unten so einen Motion Tracker ein. Ist eigentlich auch unnötig, oder? Ich hoffe, das kannst du lange abschalten, irgendwie. Kommen die jetzt da von irgendwo her, oder wie sieht das aus? Muss ich jetzt den beschützen, wenn der da schweißt? Leck, ist das geil. Es kommt aber nicht. Was ist los? Volldrift nicht.
Okay. Contact! Here we go! Oh. Hey, there's all the left of us. There's all the left. Ich glaube, der Kollege kannst gar nicht verletzen. Ja. Schon vorbei, oder? Musi läuft noch. Aha. Oh, ah, die, nein, ja, sie sind ziemlich aggressiv und die Animationen sind einfach, ja, da bräuchte es wahrscheinlich einfach, weißt du, da bräuchte es vermutlich mehr Power einfach. Das, ich muss dann mal noch die PC-Version anschauen. Okay, was immer das ist, das nehmen wir mit. O'Neill, Flight Daddy is in route. Two mics to you. Affirmative, Winner. Just save the hi-fis for the bedroom. Get your ass back here. There's no way the flight wreck didn't take the assholes and did it to the Sulaco. If we make it back with this thing, who knows what we'll find on it. Upgrade. Can't take much more of this! Ja, sorry, du läufst mir halt Schusslinien in den Depp. Target's on our left! Hey, yeah. Bin besoffen. Komm mal her. Okay. Sehe ich jetzt. Ja, eben, hängt schon alles da rum. Es regnet Aliens.